Die Bundesliga bittet zum Neujahrsempfang und die deutsche Fußballprominenz kommt. In Frankfurt am Main gibt es nach dem Rückrundenauftakt nur ein Thema. Was hat der Meisterschaftsfavorit Borussia Dortmund, was die anderen Vereine nicht haben? Was macht den BVB so erfolgreich? Was in jedem Fall dahinter steckt, ist akribische, gute Arbeit aller Beteiligten, die sich vorbereitet haben, sukzessive sich weiterentwickelt haben. Ein klasse Vorstand, Reinhard Rauball und Herr Watzke, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Ein toller Trainer und ein klares Orientieren an Jugendarbeit. Ein Erfolgskonzept, das offensichtlich gute Laune macht. Beim Training am späten Nachmittag in Dortmund war dem Team der Stunde und Coach Jürgen Klopp die Gelassenheit deutlich anzusehen. Kein Wunder, 12 Punkte Vorsprung auf den zweiten Hannover sind ein komfortables Polster. Doch vor allem die Art und Weise, wie die Borussia sich auf dem Platz präsentiert, lässt die Konkurrenz voller Anerkennung zu den Schwarz-Gelben aufschauen. Eine junge, dynamische, gut zusammengestellte Mannschaft, die voller Power Fußball spielt und verdient ganz vorne ist. Und selbst der Erzrivale Schalke 04 kann angesichts der eingeschworenen Truppe nur den Hut ziehen. Ich glaube, dass sie eine gute Mischung gefunden haben. Eine Mannschaft, die charakterlich zusammenpasst, die natürlich mit jedem Sieg verschworener wird. Sie sind sehr laufintensiv, die laufintensivste Mannschaft, die es in der Liga zurzeit gibt. Keine großen Ansprüche. Und die Mannschaft, jeder Einzelne ordnet sich unter. Der Teamgedanke steht im Vordergrund und das macht sie sicherlich dann so erfolgreich. Und dann haben sie natürlich noch individuelle Klasse. Eine Lobeshymne aus dem feindlichen Lager? Was kann es Schöneres geben?